Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und aus dieser mittlerweile wunderschönen Werkstatt. Ganz richtig, im letzten Video haben wir diese Werkbank hier für die Werkstatt gebaut. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich habe euch versprochen, es geht noch ein bisschen weiter, denn das Ganze soll nicht mehr nach Werkstatt aussehen, sondern vielmehr, wie es jetzt ausschaut, nach einem coolen Studio, in dem man cool arbeiten, aber auch Videos produzieren kann. Und deswegen musste ich, nachdem die Werkbank gebaut war, hier erstmal ordentlich Platz schaffen, denn jetzt soll es um die Wand hinter mir gehen. Ich kann nicht so ganz abschätzen, wie groß die Sauerei jetzt wird oder ob es überhaupt eine Sauerei wird. Ich habe hier mal alles so abgedeckt, dass zumindest Werkzeuge und Holz jetzt nicht nass wird und dass das Wasser auch hoffentlich in den Schacht abfließt. Jetzt probieren wir es mal aus. Klappt ganz gut und macht Spaß. Ich will ganz ehrlich mit euch sein, ich habe mir etwas mehr erhofft. Da ging zwar richtig viel Dreck von der Wand, aber eher so Staub. Und ich dachte eigentlich, ich überlege gerade, ob ich die Wand noch dreckiger gemacht habe, wie sie vorher war. Ich dachte eigentlich, dass diese ganzen kleinen schwarzen Dinger hier weggehen und der ganze Dreck geht nicht so richtig. Aber egal, so bleibt es jetzt. Nachher müssen wir eh überall nochmal mit dem Schwamm drüber. Und warum, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mir ein bisschen Unterstützung geholt, nicht nur von einer Dame, komm mal ins Bild, sondern von zwei Damen. Und zwar haben wir jetzt Folgendes vor. Wir wollen die Fugen der Fliesen einfärben und dafür haben wir einmal so einen Fugenfrisch gekauft. Das ist eigentlich dafür da, die Fuge in weiß zu machen, also die weiße Fuge wieder weiß zu machen. Wir werden da aber eine Farbe dazu reinknallen und wollen die Fuge in so einem, was für eine Farbe? So rot-orange. Ich bin gespannt, wie intensiv es wird. So wie Sallys Pullover. Vielleicht nicht so krass wie Sallys Pullover, eher wie meine Mütze so. Genau, das mischen wir jetzt mal an und dann schmiert man das auf die Fuge und wir sind sehr gespannt, wie es wird. Ja. So, in dem Paket hier ist einmal dieses Fugenmittel dabei, das weiße, ein Pinsel, damit bringt man das auf die Fuge auf und ein Schwamm, irgendwie alles ziemlich klebrig, mit dem kratzt man die überschüssige Farbe auf der Fliese nachher wieder weg und was wir jetzt reinmachen, ist so ein Mixol-Abtönkonzentrat, damit kann man grundsätzlich auch so Fliesen, Fugenmasse einfärben, das haben wir jetzt nicht, beziehungsweise die Fuge ist ja schon da. Und das kippe ich jetzt da rein, dann wird es geschüttelt und dann schmieren wir mal die ganzen Fugen ein. Ich bin mega gespannt, wie es wird. Wir sind mittlerweile schon kräftig am Streichen. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass ja viel Weißanteil ist und weniger Farbanteil, wodurch die Farbe eine ganz andere wird. Aber das Lustige ist, wir haben Glück und die Farbe gefällt uns so viel besser. Es sieht so cool aus. Dein Kommentar zur Wandfarbe? Lieb's. Lieb's. Lieb's, lieb's, lieb's. So eine Farbe. So, und das Beste ist, die Kleine schläft hier draußen. Und wir können mal richtig schön zusammen werkeln. Das ist sehr selten und sehr schön. Also das Material, also die Farbe ist auf jeden Fall sehr ergiebig und ich bin echt beeindruckt davon, wie gut diese dunklen Fugen durch die helle Farbe abgedeckt werden. Und ich hatte lange nicht so eine meditative Arbeit hier drin. Die Wand ist offensichtlich gestrichen, das hat richtig viel Spaß gemacht, schaut richtig gut aus. Jetzt lassen wir das eine Nacht trocknen und dann sollte man mit einem Schwamm ganz einfach, ich bin sehr gespannt, die überschüssige Farbe wegputzen können. Ich hoffe, es funktioniert wirklich einfach.
Ein Tag später mit der großen Frage, ob die Farbe jetzt auch wieder von den Fliesen geht. Natürlich nicht von der Fuge, sondern nur von der Fliese. Das probieren wir jetzt mal an der Stelle aus und dann würde ich sagen, wird hier geschrubbt. Hier ist auf jeden Fall so ein Schwamm dabei und auf der Anleitung steht, dass man den jetzt einfach nass machen soll und dann mit Wasser drüber fahren. Probieren wir es mal aus. Also ich glaube, das Lackieren oder das Streichen war die einfachere und schönere Arbeit, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und ich brauche wahrscheinlich ein paar mehr Schwämme, so wie sich das hier anfühlt. Vielleicht so ein... Moment mal. So ein Schleifschwamm, das könnte ich mal probieren. Den mal nass machen, weil der ist schon ein bisschen gröber. Ich probiere es mal aus. Ah, es sieht so gut aus und mit dem Schleifschwamm geht's genauso schlecht. Los geht's. Ich habe hier unten mal so eine kleine Ecke gemacht und ich muss sagen, das Coole ist, dass es nicht nur richtig, richtig cool aussieht, sondern dass so jetzt auch nochmal die Fliesen richtig sauber werden. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht. Es gibt jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt richtig. Fazit zu den Fugen nach ungefähr einem Monat. Das ist nämlich schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Das hat mega gut funktioniert, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, es war einiges an Arbeit, aber die Wand hier ist auch wirklich groß. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß in all den alten Badezimmern, die nicht mehr die schönsten Fugen haben. Also egal, ob man das weiß oder farbig macht, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut und wir können es empfehlen. Bevor ich euch jetzt nicht nur das finale Ergebnis zeige, sondern auch die ein oder andere Kleinigkeit, die hier drin noch passiert ist, möchte ich euch den Sponsor dieses Videos vorstellen. Nicht nur hier in der Werkstatt soll alles immer einfach und praktisch funktionieren, nein, auch jedes Mal, wenn ich mein Smartphone zücke, soll das so sein. Und ich bin mir sicher, dass es euch auch so geht und da habe ich heute einen richtig coolen Tipp für euch. Frank ist mir nicht nur vom Namen sehr sympathisch, nein, es ist auch der Mobilfunkanbieter, der aus meiner Sicht alles vereint, was heutzutage relevant für einen guten Handyvertrag ist. Das Coole ist, ihr seid im besten 5G-Netz unterwegs, heißt, ihr habt richtig ordentlich Speed und das Ganze ist rein digital, heißt, es funktioniert alles per App. Ihr müsst keine Angst vor Schreiben oder lästigen Hotlines haben. Frank bietet euch eine ordentliche Ladung Datenvolumen zu einem richtig, richtig guten Preis und das Coole ist, das ist gekoppelt mit einer Allnet-Flat, heißt, ihr habt eine Telefon- und eine SMS-Flatrate und ihr seid super flexibel, weil ihr das Ganze nicht nur in der App buchen und anpassen könnt, sondern auch theoretisch jeden Monat kündigen. Mit Frank for Friends bekommt ihr jetzt sogar 2 GB Datenvolumen on top auf euren bestehenden Tarif. Das lohnt sich richtig und ich habe euch das im letzten Video schon vorgestellt. Wir freuen uns, dass ihr unsere Videos schaut, dass ihr uns ein bisschen supportet und wir wollen natürlich immer ein bisschen was zurückgeben. Deswegen könnt ihr jetzt auch unseren Code PINEPINS nutzen und mit dem bekommt ihr ebenso 2 GB extra on top auf euren Tarif. Alle weiteren Infos dazu findet ihr natürlich auf frank.de und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Werkstatt an und was hier noch so passiert ist. Starten wir mal mit einem klitzekleinen Recap, denn vor einiger Zeit haben wir ja diese Ecke der Werkstatt hier neu gemacht mit diesem Schwerlastregal. Das hat sich wirklich bewährt, es ist so praktisch, es ist so unglaublich viel Zeug da drin, trotzdem organisiert und gut verstaut. Und wir haben auch diesen Schrank gebaut, den ich sehr liebe mit den ganzen Schubkästen, sogar mit den Innenfächern hier. Ist mega praktisch und das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Zur Werkbank hier möchte ich gar nicht allzu viel sagen. Die funktioniert auf jeden Fall sehr gut und ich halte das flexibel mit den Geräten. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die kleine Tischkreissäge hier brauche, dann stelle ich die auf meine Werkbank. Also auf meine fahrbare Werkbank hier, die kann ich hoch und runter fahren und dann ganz einfach arbeiten. Aber die ganze Sache hier mit den Fugen und die schöne Kombination war mir nicht genug. Es gab noch ein bisschen schicke Deko. Und zwar habe ich mir hier so einen Hocker geholt, kann man mal hinsitzen, eine kleine Pflanze. Und diesen Tritt ist auch schon oft praktisch gewesen. Und den coolen Spiegel, das habe ich alles ein bisschen modifiziert. Ganz schön staubig und wie ich das gemacht habe, könnt ihr euch jetzt mal anschauen.
Was euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, ist die Disco-Kugel hier oben. Die hat auch eine kleine Historie, denn ich habe einen Kumpel, so einen Social-Media-Kumpel, sage ich mal, der eine richtig coole Werkstatt hat, also so eine Werkstatt, von der ich nur träume, und der hat überall Disco-Kugeln. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir die nicht eine schicken kann. Das hat er gemacht. Mega nett. Ich hatte nämlich immer Bock, so ein Teil hier drin zu haben. Leider kam die komplett ramponiert und kaputt hier an und hat erstmal ganz schön Liebe gebraucht. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Ein Stück weiter ist ja hier das Waschbecken, und was mir da schon lange gefehlt hat, ist ein Spiegel. Das ist natürlich auch eine Eigenkonstruktion. Wir machen auf Instagram immer so ein Format, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen, welches sich die Instagram DIY Challenge nennt. Das sieht so aus, dass ich verschiedenen Creatern, so wie mir, also immer vier Leute sind am Start, ein Objekt, ein Gegenstand schicke, woraus dann etwas Neues gestaltet werden darf. Und dann hat man so einen Vergleichswert, wie aus einer Sache vier unterschiedliche Dinge entstehen, finde ich mega spannend. Deswegen habe ich das Ganze ins Leben gerufen. Und dieses Mal war, Moment, ich zeige euch mal, was die Basis war, so eine ganz einfache Holzleiste im Paket. Und ich wollte einfach was machen, was ich auch wirklich brauche. Und so ist das Teil entstanden. Und das könnt ihr euch jetzt auch mal anschauen. Endlich öffnen wir das nächste Instagram DIY Challenge Paket, und darin ist diese einfache Winkelleiste aus Holz. Passend dazu habe ich erstmal ein bisschen Holz zugeschnitten und auch die Leiste etwas gekürzt. Dann habe ich die ganzen Einzelteile verleimt und verschraubt und in diesem schönen Lachston lackiert. Dann habe ich mir dieses Reststück einer Stegplatte genommen, um daraus eine Art Rahmen auszuschneiden, welchen ich dann auf die Vorderseite dieses Spiegels geklebt habe, denn genau das fehlt mir hier noch in der Werkstatt. Ein LED-Streifen soll den Spiegel nachher beleuchten, also habe ich für das Kabel ein Loch gebohrt und den Streifen innen in die Holzleiste geklebt. Als nächstes habe ich aus einem Reststück Plexiglas ein Stück auf Gärung zugeschnitten, welches genau in das Profil passt. Das habe ich angeschliffen, damit es matt wird, und mit Silikon in die Holzleiste eingeklebt. Jetzt konnte der Spiegel einfach auf die ganze Konstruktion geklebt werden, was echt schon cool aussah. Doch um das Ganze abzurunden, habe ich dann noch einen Rahmen dafür gebaut, den in derselben Farbe lackiert und um den Spiegel rumgemacht. Fertig ist dieser einzigartige, beleuchtete und offensichtlich längst überfällige Spiegel, der einfach perfekt in die Werkstatt passt. Mir gefällt auf jeden Fall das schlichte Design und die dezente Beleuchtung, und ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung, um zu sehen, was die anderen TeilnehmerInnen aus der Winkelleiste gezaubert haben. Weiter geht's direkt nebenan. Vielleicht ist euch das Teil schon ins Auge gefallen. Dieser wunderschöne Metallschrank. Das war auch ein richtig großes Upcycling-Projekt. Das Teil habe ich neben so einer Second-Hand-Möbelhalle im Dreck, also wörtlich im Dreck, auf der Wiese gefunden. Dann wurde mir das Teil geschenkt, weil die froh waren, es loszuwerden. Und ich habe natürlich was Cooles draus gemacht. Dazu wird es aber sogar ein YouTube-Video geben. Deswegen möchte ich euch darüber gar nicht zu viel erzählen. Lasst ein Kanal-Abo da, wenn ihr das nicht verpassen würdet, wollt. Ja, und jetzt kommt noch die kleine Schandecke. Zugegebenermaßen ist es schwierig, die Werkstatt hier rundum perfekt sauber und clean zu haben. Was auf jeden Fall noch nicht so doll ist, ist diese ganze Ecke. Da stehen zukünftige Projekte. Ich habe offensichtlich viele Stühle gekauft, mit denen habe ich was richtig Cooles vor. Hier ist mein Plattenlager, das auch immer so mittelgut aussieht. Also die ganze Ecke werde ich demnächst mal noch in Angriff nehmen, aber mit dem Rest bin ich schon mal richtig zufrieden. Ihr könnt ja mal einen Kommentar da lassen, was ihr mit der Wand hier, die man jetzt gar nicht sieht, weil so viel davor steht, von dem Plattenlager machen würdet. Ich überlege mir immer, da Werkzeug hinzumachen. Andererseits kann ich da nichts mehr davor stellen. Ich habe auch überlegt, eine zweite Wand davor nochmal als Abgrenzung zu ziehen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich bin irgendwie nicht so richtig innovativ mit dieser Ecke hier. Abschließend bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Wenn ihr den Kanal ein bisschen supporten wollt, lasst gerne ein Like für das Video da, lasst gerne einen Kommentar da. Lasst mich mal wissen, wie ihr die Werkstatt findet, ob ihr sowas hier mit Deko too much findet oder ob ihr das cool findet. Würde mich interessieren. Und lasst auf jeden Fall ein Kanal-Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.